Yo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Und jetzt in der dritten Episode mache ich mit euch Folgendes, und zwar ein Pack-Opening. Ne? Und zwar das größte aller Zeiten. 911 Packungen. Eigentlich müsste ich nochmal 90 Packungen dazu kaufen, damit es 1000 Packungen sind, vierstellig. Ich glaube, das wird man im Leben nie wieder sehen. Krass, ey, einfach nur krass. Und das wird jetzt eine halbe Ewigkeit dauern. Aber ja, macht's euch bequem. Für die, die es nicht interessiert, ihr könnt natürlich sehr gerne in die erste oder in die zweite Folge reinschauen oder einfach diese Folge skippen. Und in der nächsten einsteigen. Wieso sind die alle Gold? Das ist irgendwie so Gold Special Packs oder so. Ja, scheint so. Krass, ey. Sind alle Gold. Das ist ja voll krass. Pass auf, Leute. Wir machen das wie folgt. Ich hämmer durch. Also wir sprechen halt hier ernsthaft von 911 Packungen, ne? Das wird jetzt ewig dauern. Aber in 4 Jahren, da sammelt sich was an. Golden und legendär, wow, krass. Boah, ich kriege auch parallel hier die ganze Zeit. Was ist das denn? Ach, okay, das ist hier, einfach Spott inaktiviert. Ausgraben. Grab nach zunehmend seltenen Schätzen und wird nach der höchsten. Okay. Was? Abgefahren. Ey, ich habe das Gefühl, alles ist Gold hier. Das ist ja krass. Es scheinen auch wieder goldene Packungen zu sein. Öffnet ein Portal, das 2 Wichtel zu jedem Zug herbeiruft. Cool. Boah, ich freue mich schon richtig, das alles zu entdecken, so. Okay, jetzt kommen 140 Packs von der Erweiterung. Die hämmer ich jetzt alle so durch. Und dann bin ich mal gespannt, was mir am Ende überhaupt noch fehlt von der Sammlung, ne? Okay. Ich meine, sollte das zu lange gehen, mache ich das vielleicht auch in 2 Videos, aber boah, ich glaube, 2 Videos Pack Opening wäre auch zu krass, ne? Versuche mal mit einem Auge noch mal so zu gucken. Also, dass das jetzt auch nicht zu lange dauert, aber dass ich mir schon so ein paar Karten schon mal angucke. Weil ich habe ja nun wirklich gar keinen Plan gerade. Nur noch so ein bisschen aus blasser Erinnerung. Gewöhnlich.
magnetisch Verstohlenheit. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen, die ich noch nicht kenne, wie vergraben und was weiß ich. Obwohl Verstohlenheit, war das nicht das, wenn die stelzen? Weiß es nicht mehr. Jetzt mittlerweile bin ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen müde. Ich meine, man merkt es mir an. Ich bin gerade nicht so... nicht so gesprächig. Ich muss da sowieso erstmal wieder reinkommen, vor der Kamera in dieser Form zu sitzen. Und dann werde ich langsam auch müde. Und das Pack-Opening hier, das Forever-Pack-Opening... trägt auch nicht gerade dazu bei. Dass man actionreich wach ist. Oder wieder wach wird. Yaxaron. Gab's aber früher auch schon mal so eine. So ein... Golden und episch. Golden und episch. Ach so, ein bisschen Private Talk am Rande. Legendär. Und dem dieser Diener eine Fähigkeit eingesetzt hat, entdeckt ihr einen legendären Diener. Okay, cool. Bisschen Private Talk am Rande fällt mir gerade ein, im Zuge dessen, von wegen Karten und viel zu lernen und so weiter. Ich habe letztes Jahr und dieses Jahr ab und an mal mit Freunden so Spieleabende gemacht. Unter anderem auch mit komplexen Sammelkartenspielen. Und das war auch irgendwie schwierig für mich da reinzukommen, muss ich sagen. Vor allem hier Magic. Also klar, das Spielprinzip, aber ich muss ehrlich sagen, in meiner Kindheit und Jugend, ich meine, ich bin ja 87er Baujahr, das müsste eigentlich genau meine Zeit sein, aber das ist so voll irgendwie, weiß ich nicht, das ist so voll an mir vorbeigegangen. Ich habe mich da irgendwie, hat mich das nicht so gereizt als Kind und Jugendlicher. Aber wie gesagt, ein paar Freunde von mir, die haben mich dazu, die haben gesagt, nun komm, probier das aus und so weiter. Aha. Jägerkarte. Ich weiß gar nicht, irgendwie sieht das strange aus mit dem... Ich kann mich damit noch nicht so richtig, mich daran noch nicht so richtig gewöhnen. An dieses Design, sagen wir es so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das war echt teilweise für den alten Mann hier gar nicht so einfach, da so einzusteigen. Das Spielprinzip an sich ist halt einfach, aber es gibt halt gefühlt tausende verschiedene Karten, die alle irgendwie was anderes können und alle so eine Wall of Text da stehen haben, sage ich jetzt mal.
Und das ist aus meiner Perspektive, ich arbeite auch relativ viel und lang und wenn ich dann, weiß ich nicht, irgendwie eine harte Arbeitswoche hatte, in Anführungszeichen, und dann da mit den Kollegen sitze und mir da gefühlt irgendwie 1000 Karten durchlesen muss, das ist dann auch nicht wirklich eine Erholung immer. Und wenn der Kopf dann schon platt ist, dann braucht man auch irgendwie doppelt so lange, um das zu checken. Natürlich auch nicht immer, aber ab und an. Und deswegen hoffe ich, da ich ja Hearthstone früher schon zeitweise sehr viel und lang gespielt habe, dass ich hier deutlich einfacher und schneller wieder reinkomme. Die Hoffnung habe ich. Also ich öffne die Packung auch die ganze Zeit mit der Leertaste. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch eine schnellere Variante. Behemoth! Ja, die habe ich übrigens auch live gesehen. Nochmal Private Talk am Rande. Letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr? Ja, unter anderem. Ich habe so viele Bands live gesehen in den letzten zwei, drei Jahren. Vor allem in den letzten zwei Jahren. Bin ich schon echt viel auch auf Konzerten gewesen. Das war sehr schön. Ich muss mal gucken, wie ich Hearthstone nächstes Jahr, also für euch dieses Jahr 2024, sagen wir es so, inwieweit ich das in mein Leben integrieren kann und will. Also ich habe natürlich schon geplant, wieder regelmäßig Hearthstone-Videos für euch zu machen und auch ein bisschen Hearthstone zu spielen. Letztendlich, es hat mir immer Spaß gemacht, früher Hearthstone und auch, also die Zockerei Hearthstone und auch YouTube war ja immer ein großes Hobby für mich. Ersetzt eure Heldenfähigkeit durch Vision. Ja gut, da müsste man jetzt wissen, was es ist, aber eine ganz coole Karte bestimmt. Wo war ich stehen geblieben? Ja.
Hat mir immer große Freude gemacht und ich möchte das natürlich schon wieder in mein Leben integrieren, inwieweit ich mir dafür Zeit nehme. Steht nochmal auf dem anderen Papier. Ah, mal gucken. Es muss ja auch nicht so exzessiv sein. Und ich denke, so 2-3 Stündchen kann ich in der Woche schon dafür freimachen. Und im Zweifel, dann kommt halt mal eine Woche, zwei weniger und dann kommt wieder ein bisschen mehr. Immer je nachdem, auf wie ich Zeit und Lust habe. Oder ich produziere ein bisschen vor. Das ist jetzt auch so ein bisschen mein Plan, weil Dezember, Januar habe ich arbeitstechnisch ein bisschen mehr Luft. Episch. Ja, das wird in den Sommermonaten bei mir schwieriger werden, weil ich da erstens mehr arbeite und zweitens aber auch noch mal ein bisschen mehr Privatleben habe, in Anführungszeichen. Das ist ja auch Sommer, da will man generell mehr raus. Und da ist natürlich auch die Windsurf-Saison und die Urlaubssaison und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird das für mich schwieriger. Ah, gucken wir mal, ne? Und gewöhnlich. Oh, warte mal. So. Jetzt sind wir schon. Ja. Das dauert ja schon echt lang, ne? Muss man sagen. Mit den Packs. Ich weiß nicht, ruckelt das? Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt an meinen Aufnahmesettings so ein bisschen rumgespielt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob mein Rechner das mitmacht. Ich glaube, nach dem Batzen hier break ich mal. Oder? Das Spiel an sich ruckelt auch minimal. Habe ich auch im Hintergrund zu viel offen, weil eigentlich habe ich einen sehr guten Rechner. Episch.
Ja, es tut mir irgendwie auch ein bisschen leid, dass ich jetzt hier durch die Packs so durchrushe. Eigentlich ist das ja schon was Besonderes irgendwie. Aber wenn ich jetzt hier auf jede einzelne Karte eingehe, dann bin ich hier 20 Stunden nur am Packs öffnen, ne? Und ich glaube, ich war nie jemand, der sich die Bedienungsanleitung durchliest. Ja, hast dir irgendwas geholt? Erstmal Bedienungsanleitung weg. Ne? Bin eigentlich immer jemand, der sich vor allem bei technischen Sachen die Sachen lieber in der Hand nimmt und learning by doing und ausprobiert und guckt. Und wenn es dann wirklich nicht funktioniert, dann ist die Bedienungsanleitung nur der Notfall. Und das möchte ich mit den Karten natürlich auch, wenn ich mir jetzt die ganzen Karten in der Sammlung oder hier beim Pack-Opening, klar, aus Interesse kann ich mal so gucken, so mal durchgucken, das mache ich ja gerade schon, aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn ich das wirklich spiele. Ich kann mir das jetzt nicht auswendig lernen von den 4 Jahre angestauten 1000 neuen Karten, auswendig lernen, welche Karte was kann, also... Das macht ja auch gar keinen Spaß. Das will man ja gar nicht. Ich glaube, wenn ich die Karten, wenn ich die mir davon ein Deck baue und die mal in Aktion sehe, wenn das ein Gegner hat und so, dann ist das angenehmer und leichter, sich das zu merken. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird jetzt echt dauern, ne? Bis ich da wieder auf alter Höhe bin. Das wird dauern. Aber es muss ja auch nicht unbedingt, ne? Spielt ja auch Hearthstone in erster Linie aus Spaß. Und in zweiter auch. Meine Tastatur ist gleich kaputt. Golden und legendär, wow. Sense. Meine Tastatur ist gleich durchgehämmert hier mit der Leertaste. Ja. Leertaste durchgehämmert. Ist vorbei mit der Leertaste. Das scheinen hier auch ganz besondere Packs zu sein. Davon habe ich 2. Ein Drache. Boah, ich bin echt mal gespannt, das alles zu entdecken, ey. Drachen habe ich irgendwie viele gesehen. Neue. Gefühlt. Krass, nur noch 80 von dem Add-on. Kurz drüber nachgedacht, ob ich die jetzt abwechselnd öffnen soll. Ein bisschen mehr Abwechslung zu bringen.
Boah, Wahnsinn, ne? Da wird so unfassbar viel Dust rauskommen. Ich habe ja so ein bisschen die leise Hoffnung, dass ich vielleicht doch wieder sehr nah dran bin, die komplette Sammlung komplett zu haben. Boah, krass, ey. Alpha Todesröchling wird inaktiv. Wieder zu beleben. Krass. Aber war da gerade Elementar? Als Karte? Untot. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es gibt jetzt auch Untot hier. Was gab's denn früher? Was kenne ich denn? Ah, das finde ich cool, dass sie das gemacht haben, dass es jetzt auch Undead gibt, weil ich meine, mich zu erinnern, es gab früher schon so Skelettkarten und so. Aber Untot als Karten, wie nennt sich das? Kartenmotto gab es nicht. Drache gibt's jetzt auch. Und was ich krass finde, wenn ich mich nicht versehen habe und das kein Bug war, dann hatte der Mech und Drache. Guck mal, die sind alle untot. Da seht ihr so Stück für Stück. Da. Mech und Pirat. Krass, Mech Pirate. Der ist dann beides. Abgefahren, cool. Finde ich ja schon gut gemacht. Auch so ein Punkt, was ich damals schade fand, ne? Es gab ja damals, was gab's denn? Es gab Mech. Wildtier, genau, Wildtier gab's. Waffenden Wildtier und so weiter. Schatten, Arkan, haben wir ja auch noch nicht gesehen. Untot, Untot, Frost. Naja, lange Rede, kurzer drin, Sinn. Das mit den Drachen, weiß ich gar nicht, gab es damals schon Drachen als, ich meine nicht. Oder wenn, dann war das relativ neu. Auch. Ich weiß es nicht mehr genau. Feuer, auch neu. Untot Naga. Boah, cool, ey. Naga finde ich auch cool. Da gab es ja früher auch ein paar Karten. Aber ich glaube, nur 3 oder 4 oder so. Da gab es ja den mit dem Gruppenheal, fällt mir ein. Noch irgendwas. Untot Pirat. Also es scheint viele untote Piraten zu geben. Vielleicht kann man da ein cooles Mischdeck bauen. Also ein untotes Piratendeck. Schamane, Untot Murloc. Okay. Ah, okay, der Schamane scheint immer noch Murloc-Karten zu kriegen. Das finde ich ja ganz interessant. Für Wild auch vielleicht.
Also ich weiß natürlich nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, ne? Wie gesagt, 4 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Aber früher hat mir Wild mit dem neuen Schlachtfeldmodus am meisten Spaß gemacht. Weiß natürlich jetzt nicht, wie mit den neuen Karten die Meta ist. Vielleicht spielt sich Wild jetzt auch nicht mehr so nice. Oder ist ein bisschen gebalanceder. Das kann ich nicht... noch nicht beurteilen, Leute. Auch da, ne? Lass mich gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich bin eh total gespannt. Ich habe ja noch kein einziges Video öffentlich bisher. Ist ja erst das dritte, was ich gerade aufnehme. Was ihr so schreibt. Oh, ich glaube 20 Packs noch. Dann mache ich erstmal einen Break. Und schau mal, ob das mit dem Codec jetzt endlich klappt. Selten. Priester und Tod. Ja. Und ich muss auch mal gucken, wie viele Karten mir dann am Ende fehlen. Aber bevor ich irgendwas herstelle mit dem Dust, muss ich auch erstmal die ganzen PvE-Sachen, diese ganzen Sachen, wo man die Belohnungen kriegt, die Karten und so weiter und so fort, das muss ich erstmal alles mit euch zusammen durchspielen. Weil vielleicht kann ich ja vieles davon erspielen, bevor ich es herstelle, teuer. Und dann, das ist jetzt erstmal so mein Plan, ne? Erstmal alle Packs öffnen, dann einen kurzen Überblick in der Sammlung machen, was noch so fehlt, was ich so habe. Dann zum Lockermachen erstmal eine Runde Schlachtfeld, oder? Da habe ich jetzt echt Bock drauf. Ja, erstmal eine Runde Schlachtfeld. Und dann... und dann wäre es ja eigentlich das Schlauste... ui. Und dann wäre es ja eigentlich das Schlauste... erstmal diese ganzen PvE-Sachen hier, die Solo-Abenteuer und das Ganze, ne? Dass ich das erstmal durchspiele. Bevor ich mir hier eine Platte mache, was ich für Karten crafte und was ich mir für Decks baue und so weiter und so fort, weil ich gehe davon aus, dass ich noch sehr, sehr viel hier erspielen kann. So, die kaue ich jetzt auch noch durch. Warte mal. Nehme ich noch auf? Ja. Boah, ich bin so gespannt, ey. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich zuerst spielen soll, weil es so viel Neues gibt einfach, ne? Ich wundere mich auch ehrlich gesagt, also ich freue mich und wundere mich zugleich,
dass sich Hearthstone auch in meinen 4 Jahren Abwesenheit auch noch hält. Also, das ist ja was Gutes, das ist ja was Schönes, ne? Also, gerade heutzutage, wo es mit Gaming eh so ein bisschen irgendwie gefühlt bergab geht, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Vom Empfinden her, dass die Zeit der großen Zockerei irgendwie so ein Stück weit vorbei ist. Aber vielleicht liegt das auch einfach an meinem Alter oder ja, andere Interessen vielleicht oder so oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Seid ihr immer noch so gehypt wie vor 10 Jahren? Und woran liegt's? Liegt's an den Spielen oder? Ich habe ja auch immer so ein bisschen das Gefühl. Also Hearthstone jetzt mal ausgeklammert, ne? Das ist natürlich ein super Spiel. Mit einem anderen Magiergeheimnis. Warte mal, bringt ein anderes Magiergeheimnis ins Spiel und erhält bloß von so. Achso, cool. Also von Hearthstone mal ganz abgesehen, habe ich einfach das Gefühl, so die ganzen Spiele, die sind nicht mehr so, wie es mal war. Aber vielleicht ist das auch einfach mein subjektives Empfinden. Also sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. Frost, Pirat. Boah, vor allem, du musst ja jetzt wahrscheinlich in Wild so krasse Decks bauen können, die halt jenseits von Gut und Böse sind, weil du einfach so viele Kombinationsmöglichkeiten hast. Boah, ich weiß jetzt schon, was ich mir in Wild bauen werde. Ein Mill-Druiden. Oder irgendein Mill-Deck. Das war früher schon eins meiner Lieblingssachen. Mill-Decks. Oh, da war eine Fledermaus. Ich hab's nicht schnell genug gesehen. Schade. Ja. Mill-Decks waren immer lustig. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an meinen Mill-Mage. Das war auch cool. Dabei hatte der Mage gar nicht so viel, um zu millen. Aber gerade das war das Unerwartete immer. War jetzt nicht wirklich metatauglich, aber es war witzig. Witzig.
Jäger! Jäger! Kampfschrei ruft ein Atombegleiter herbei. Durchfluten. Okay. Ja, 4 Stück noch und dann machen wir noch eine von denen auf. Und dann wartet das mit dem Pack Opening. Muss erstmal schauen, dass mit dem Codec richtig funktioniert. Das muss ich wieder umstellen. So, das wahrscheinlich letzte Pack für diese Folge. Aufholkarten. 23 Karten, ein ganzer Haufen Karten. Okay. Aufholkarten. Crazy. Aber guck mal, das sind doch keine 911. Muss ich irgendwie reloggen, damit die wieder da, also damit die hier alle angezeigt werden wahrscheinlich, ne? Ich bin hier einfach voll. Ich bin voll. Machen wir die noch? Wow, was für ein Pack, ey. Golden legendär und legendär. Crazy. Machen wir die Krieger-Packs oder was das ist hier noch? Boah, da habe ich auf jeden Fall richtig Glück hier bei den Packs. Cool. Ach, jetzt habe ich das doch aufgemacht. Egal. Es war jetzt ein Versehen. Nochmal 23 Karten. Aber auch krass, dass es jetzt so riesige Packs gibt einfach, ne? Wo so einfach 25 Karten oder 23 Karten drin sind, ne? Crazy. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ehrlich gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich sag mal so. Es muss natürlich geben, damit die Leute, die später mit Hearthstone anfangen, dass die auch irgendwie eine Chance haben, da noch nachzukommen. Ne? Aber für die, die da irgendwie bitter Zeit und Geld investiert haben in das Spiel, oh cool, Naga legendäre Magierkarte. Ist das vielleicht auch nicht so cool? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Mich auch mal interessieren. Ich muss ja erstmal hier wieder in den ganzen Kram reinkommen. Neun von denen. Krass, ne? Ich habe auch immer so kleinere Häufchen, ne? Mit nur so 5 oder so. Oder nur 2 von den dicken Packs, wo 23 drin waren, 2. Aber früher war das auch irgendwie anders. Da hattest du 2 Sachen, die du kaufen konntest. Ein großes Paket für irgendwie, weiß ich nicht mehr, 70 Euro oder sowas. Und da war dann mehr drin. Und ein kleineres Paket, Low Budget irgendwie für unter 50 von einem Add-on und das war's. Und mehr konntest du nicht kaufen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, also wenn du richtig übertrieben hast, dann konntest du dir natürlich auch beide holen, das kleine und das große Paket, meine ich. Also wenn du wirklich auch echt Geld ausgeben willst, ne? Und
Jetzt scheint es aber auch so zu sein, dass es ganz viele kleinere, guck mal hier, ganz vielen goldenen und... goldene Packs gibt. Sehr abgefahren. Also nach meiner alten Strategie wären das reine Dust-Packs. Ich glaube nicht, dass ich jetzt anfange, goldene Karten zu sammeln. Diener links von dieser Karte haben Eifer und die rechts haben Lebensentzug. Wow, das ist ja krass, was es für komplexe Sachen gibt mittlerweile. Und davon 3, 4. Mich interessiert, ob die hier nachrutschen. Sieht so aus, ne? Ich meine, die wären eben nicht da gewesen mit dem Skarabäus. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, schon wieder müde, Guys. Ja? So, jetzt mal die nehmen. Die kenne ich, glaube ich, sogar noch, die Packs von früher. So, wir haben jetzt hier. Wir haben jetzt hier noch die 130, nochmal 60, nochmal 80, nochmal 140, nochmal 80 im Prinzip. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stapel. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Dann kann ich nämlich mal abchecken, ob das mit dem Video hier geklappt hat. Die Folge ist eh sehr, sehr lang mit 50 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge gibt es dann leider nochmal Pack-Opening. Was heißt leider? Vielleicht freut sich ja auch der ein oder andere, das zu sehen. Und ja, vielleicht haue ich die auch ein bisschen schneller für euch raus, damit es für euch auch schneller Gameplay zu sehen gibt von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns da im nächsten Video.